So, liebe Freunde, heute haben wir drei sehr spezielle Fahrzeuge für euch vorbereitet, die absolut faszinierend sind und das jeder auf seine Weise. Es handelt sich um sogenannte Retro-Cars. Ein Auto, was von außen aussieht wie ein automobiler Klassiker, innen drin aber moderne Technik hat. Matthias hat die drei außergewöhnlichsten Retro-Cars ausfindig gemacht und will das Beste heute küren. Norbert. Hallo, herzlich willkommen. Du hast nicht zu viel versprochen. Erste Station, die Sammlung von Norbert Kucera im schwäbischen Rudersberg mit 40 amerikanischen Hubraummonstern. Das ist eine krasse Autosammlung. Da hinten steht unser Bel Air, aber ich kann hier nicht durchgehen, ohne dass du mir ein bisschen was erzählst. Ja gut, erstmal haben wir hier natürlich die ganze Serie Mustang von 65 bis 72. Norbert sammelt seit vielen Jahren. In dieser Halle stehen Autos im Wert von mehreren Millionen Euro. Das besondere Highlight ist dieser Traum mit Heckflossen. Eigentlich stehen in deiner Sammlung nur Muscle Cars, ne? Ja. Wie passt dieses Gerät hier rein? Das war Liebe auf den ersten Blick, obwohl er überhaupt nicht zu mir passt. Dann habe ich den Motor gesehen, 7,5 Liter, passt. Dieses zweitürige Chevy Bel Air Coupé von 1957 war in Amerika früher ein Straßenfeger. Optisch sieht der 63 Jahre alte Oldie noch original aus. Doch nicht unter der Haube. Der ursprüngliche 4,3 Liter Motor musste weichen. Matthias checkt das neue Herz des alten Chevys. Reiß mal den Deckel auf, das Auto ist stark modifiziert. Ja? Ja. Vor allen Dingen, was den Motor anbetrifft. Der Vorbesitzer hat hier den kleinen 4,3 Liter mit 125 PS rausgebaut, hat das Auto von der ersten Schraube an neu aufgebaut, hat entsprechend Achsen, Getriebe, andere Kupplung eingebaut. Das ist, wie viel Hubraum hat der? 7,5 Liter. Ist also auch ein großer, der Big Block. Das ist der typische Chevrolet Big Block. Und der hat jetzt Leistung? Der liegt auch so etwas über 500 PS. Statt 125 in der Serie. Ja. Heißt, das Auto fährt gut, beschleunigt gut. Allerdings, natürlich, man hat eine Karosserie von 1957. Ja. Es macht aber sehr viel Spaß zu fahren. Und das ist ja das Sinnlose, was die Amerikaner ja sehr gerne machen. Das machen wir auch sehr gerne. Einfach was Verrücktes, Sinnloses, muss nicht unbedingt immer effizient sein. Aber es macht Riesenspaß, der Klang von dem Motor, das Auto zu fahren. Ich muss jetzt mal ganz kurz mich in dieses Sofa reinsetzen, ne? Der amerikanische Traum sieht auch innen original aus. Doch Details enttarnen den Retro-Racer. Alter Schwede, ist das gemütlich. Oh, da sehen wir auch leichte Veränderungen hier vorne. Das ist, glaube ich, nicht original. Aber von wann ist das bitte? Das hat man ab die 80er Jahre kaufen können. Ist also schon 30 Jahre alt, also passt zur H-Zulassung, Gott sei Dank. Aber es ist natürlich interessant, gerade wenn der Motor auch, sage ich mal, am Limit ist von der Temperatur und allem, wenn man da die ganzen Daten über den Motor aktuell hat. Ich hätte es eigentlich nicht gemacht, ich hätte es mit Zusatzinstrumenten gemacht. Er hat es in die Originalöffnungen, das ist ja alles original belassen, eben die Digitalanzeigen gemacht. Ah, ich verstehe, ich wollte gerade sagen, also entweder ist das ganze Dashboard neu oder die Anzeigen waren so auch original schon dort. Die waren schon da. Sind jetzt nur digital. Norbert, ich würde sagen, wir fahren. Und den Rest besprechen wir während der Fahrt. Ja, okay. Bevor Matthias ans Steuer darf, zeigt ihm Norbert erstmal die Eigenheiten seines 63 Jahre alten Schätzchens. Wir fahren ohne Gurt. Und ja, das ist erlaubt so, weil es damals keine Gurte gab. Völlig legal. Denn da der Bel Air einst ohne Gurte ausgeliefert wurde, darf er als Oldtimer mit historischer Zulassung auch jetzt gurtfrei gefahren werden. Trotz der PS-starken Umrüstung. Der Retro Bel Air hat mit 500 PS das Vierfache seiner ursprünglichen Leistung. Er spurtet in 4,9 Sekunden auf 100. Der Wert? Fast so gewaltig wie der Motor. 120.000 Euro soll er kosten. So, was muss ich denn beachten? Warum darf ich jetzt nicht sofort selber fahren? Das Lenkrad steht schief. Ja, und dann, nee, das hat nur Spiel. So. Wir sind 1957. Ja. Also so Handbreitlenkungsspiel ist normal. Der ist relativ gut, der hat nur drei Finger. So viel darf ich lenken, ohne dass was passiert. Also hier kannst du gucken, das sind so drei Finger locker. Endlich darf Matthias auch ans Steuer des Power Oldies. Hier halten, dann kannst du hier weiterfahren um den Kreisverkehr. Ob der Gripfahrer
den Retro-Chevy im Griff hat. Juhu. Der ist warm. Der ist sehr warm jetzt. Ja. Beim zweiten Versuch geht's für Matthias dann doch noch los. Und wie? Yeah! Alter, das ist ja krass. Ja. So einen Riesenofen in Betrieb zu haben, einfach den zu bewegen, den Hurst zu bewegen. Aber der lenkt schön ein. Beeindruckender V8-Sound beschert Matthias im handgeschalteten Bel Air echte Glücksgefühle. Du siehst so eine schöne Gerade vor dir und du denkst dir einfach nur so, ja, ich habe 7,5 Liter Hubraum da vorne drin, 500 PS, in einem Auto aus den 50ern. Das ist was sehr, sehr Spezielles. Ich finde es mega, ich genieße das total. Vielen lieben Dank. Ich muss weiter zum nächsten Auto. Okay. Einmal gebe ich noch Gas. Klassischer Look, fetter V8-Motor. Das macht den Chevy Bel Air zum ersten Retro-Car-Highlight auf Matthias' Reise. Das nächste wartet in Welden bei Augsburg. Das Auto, was wir euch jetzt zeigen, ist gleich ein absoluter Traum. Und der steht da. Die 02er-Serie aus den 70er Jahren stand Pate fürs Design des Retro-BMWs. Alter Look, neue Technik. Daraus entstand der sogenannte Everytimer. Alter, was ist das denn bitte für ein Auto? Was ist das für eine Lackierung? Das ist eine Sonderfarbe. Das ist ein BMW 1,35 als Basis. Genau, das weiß ich schon. Verpackt mit Carbonbauteilen in nostalgischem Design. Der 1er, Modellreihe E88, wurde von 2008 bis 2012 gebaut. Für den schicken Retro-Look bekommt er ein hübsches Carbonkleid mit klassischer 02er Sharknose. Rund 3000 Stunden Arbeitszeit sind nötig, bis ein Everytimer die Halle verlässt. Und wie funktioniert das technisch? Also ihr nehmt einen 1,35i? Genau. Zerlegen den auf die letzte Schraube. Komplett runter? Komplett runter auf Rohkarosse. Ja. Und dann fangen wir an, das Fahrzeug frisch aufzubauen. Hier kann man recht deutlich erkennen, der 1er endet hier. Mhm. Und wir adaptieren nach vorne. Das ist alles von uns. Haifischmaul-Look auch kriegt, ne? Richtig, genau. Guckt euch diese Teile hier an. Das habt ihr alles selber gemacht, ja, oder was? Das wird alles bei uns im Haus gemacht. Retro-Optik gepaart mit moderner Technik. Pfiffiges Detail? Die Blinker stammen vom historischen 02er BMW. Sein Anspruch? Der Everytimer soll absolut alltagstauglich sein. Der Innenraum kaum verändert. Die Nummerierung verweist auf die Kleinserie. 5 Fahrzeuge wurden bisher gebaut, nur 15 soll es geben. Das ist auf Kundenwunsch gelb hinterlegt, in Wagenfarbe. Ach, das ist die Wagenfarbe, die da drunter durchschimmert? Richtig. Spiegelt sich am Lenkrad wieder. Freitopf, die Carbonteile. Richtig. Und Tacho habt ihr geändert. Richtig, der Tacho-Hintergrund auch ein bisschen nostalgisch angehaucht. Ansonsten Fahrwerk, Motor, Getriebe, alles gleich? Komplett Serie. Das hier, muss ich ganz ehrlich gestehen, das wollt ihr, dass man halt sieht, dass es auch Carbon ist. Ne? Aber das finde ich jetzt einfach optisch nicht so schön. Hätte ich, glaube ich, lieber einfach gelb gelassen. Wie gut der Retro-BMW auf der Straße funktioniert, will Matthias jetzt herausfinden. Muss ich irgendwas beachten? Das ist Fahrzeug Nummer 5. Der Kunde kommt heute Nachmittag, übernimmt das Auto. Es wäre schön, wenn du vorsichtig zu dem Auto wärst. Bin ich immer. Ja, das Reifen lassen wir so, wie sie sind. Moment, also ganz kurze Nachfrage. Der Kunde ist mit dem Auto noch nicht gefahren? Der Kunde hat das Auto noch nicht gesehen. Jetzt noch nicht mal gesehen? Nein. Du darfst damit fahren. Vielen Dank fürs Vertrauen. Bitte schön. Ich passe drauf auf. Aber so ein bisschen Kreisel driften kann ich schon, oder? Da lacht er nur. Der Sound klingt vielversprechend. Kann der Retro 02er den Grip-Profi überzeugen? Das Cabrio kommt mit einer optionalen Leistungssteigerung auf 380 Pferdchen. 4,5 Sekunden braucht es bis 100 km/h. Der Preis mit allen Extras 130.000 Euro. Das ist einfach ein schöner Klang. Der ist nicht irgendwie groß hindesignt. Der ist nicht zu laut, der ist aber auch nicht zu leise. Das ist einfach ein schöner BMW-Klang.
ganz normal BMW. Fahrwerk M, Auspuff M Performance Parts. Eine schöne Mischung. Schön dezent, aber so ein bisschen auf Sport gemacht. Der Wagen hat Dampf. Doch der Grip-Fahrer hat Ladehemmung. Ihr seht ja, dass ich ein bisschen anders fahre als normalerweise. Was daran liegt, dass der Kunde, der das Auto ausgesucht und bezahlt hat, das Fahrzeug noch nicht gesehen hat in echt. Und das Schöne ist, wir werden ihm gleich sein Fahrzeug übergeben. In der Halle wartet Carsten Helber, der Besitzer des knallgelben Retroflitzers, auf sein neues Auto. Wow. Zum ersten Mal sieht er seinen Retro 02er. Ich habe ihn dir noch mal aufgemacht, damit er noch ein bisschen schöner aussieht. Boah, sensationell. Tag, der Matthias. Grüß dich, Carsten. Sensationell. Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Auto. Danke. Wahnsinn. Diese unfassbare grelle Farbe in Kombination mit dem extrem schwarzen Grill. Sensationell. Und das war mir immer wichtig, dass die Räder genau auf der Radkante draufstehen. Also ich meine, du siehst ihn heute tatsächlich das erste Mal, oder? Ja, in dieser Form das erste Mal. Also ich habe selber einen 2002 TI. Das ist allerdings auch kein Alltagsauto. Baujahr 73 in Malaga-Rot. Alles ganz original. Ein bisschen tiefer, mit Alpina-Felgen gespickt. Schön. Und ja, klingt auch nicht ganz schlecht. Wenn du den Originalen hast, warum willst du dann so einen noch dazu haben? Also ich war völlig begeistert von der Machart und auch von der Idee. Ich sag, wenn wir das mal machen, dann aber bitte in einer richtig coolen Farbe und dann auch in einer Ausstattung, die sehr, sehr hochwertig ist. Ich bin begeistert von dem Ergebnis. Klasse. Der Everytimer konnte Matthias überzeugen. Und Besitzer Carsten startet zu seiner ersten Probefahrt. Auf zu Retrocar Nummer 3. Kurz vor München trifft Matthias auf ein Gefährt mit außergewöhnlicher Geschichte. Morgen! Das Auto, was wir euch jetzt zeigen, hört auf den Namen Renovatio SL. Und es ist eine Neuinterpretation vom 300er SL von Mercedes-Benz. Auf den ersten Blick sieht das alles super aus. Wir gucken uns das Auto auch gleich im Detail an. Aber ich möchte euch erst das gesamte Entwicklungsteam, alle Ingenieure, alle Mechaniker, das gesamte Team haben wir hier vor Ort versammelt. Mario, hallo, Tag. Matthias. Hallo Christian, das sind sie. Ihr beiden, niemand sonst, ihr habt dieses Auto euch ausgedacht, ihr habt das erfunden, ihr habt das gezeichnet und ihr habt es auch gebaut. Korrekt. Richtig? Völlig korrekt. So, ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet. Er hier ist Bootsbauer und er hier ist Küchenbauer. Und die haben dieses Auto gebaut. Also, was ist die Basis? Die Basis ist ein SLK. Erste Serie? Erste Serie. Man nimmt das Auto und schneidet erstmal alles ab, was man nicht mehr braucht. Kotflügel, alles, was nicht benutzt wird, wird abgeschnitten. Wie bekommt man jetzt so eine abgefahrene, wunderschön gemachte Karosserie da drauf? Die Karosse besteht eigentlich aus einem Teil, ne? Das Dach ist komplett alles ein richtig, Teil, alles ja. ein Teil. Keine Trennlinien, auch nicht Motorhaube, im Schwellerbereich. Kofferraumdeckel ist extra und die Tür natürlich, aber alles anders ein Teil. Wie habt ihr das bitte gemacht? Zu zweit. Aufgrund unserer Erfahrung aus dem Rennsport haben wir halt uns das zu eigen gemacht und haben gesagt, wir arbeiten mit der Glasfaser, die wir halt auch für den Haubenbau benutzen. Also für den Bootsbau quasi, den Bootsbau, das war dein genau. Thema? Ja, richtig. Für die Rennverkleidung komplett. Ja. Und haben uns dann rangesetzt. Wir haben jemanden gefunden, bei dem wir Segmentkopien von einem Originalfahrzeug auffinden konnten. Mhm. Und diese Segmentkopien, die haben wir dann systematisch auf dem Chassis angeordnet und in Form gebracht. Das heißt, wir haben die verlängert, verkürzt, weiter runtergezogen, breiter gemacht. Dann ist das irgendwann fertig quasi, ne? Dann kommt das in die Lackiererei, oder was? Naja, nee, so einfach ist es nicht. Nee. Nachdem diese Form da war, hieß es dann Spachteln schleifen. Dann musst du es abformen, weil da ist ein Haufen Spachtelmasse drauf. Und wir wollen ja ein fertiges, vernünftiges, schickes Auto haben. Und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Das heißt, genau. Na, das heißt, Moment, wir haben die Türen und die Hauben vergessen. Die bestehen immer aus zwei Teilen. Aus einem inneren Teil und einem äußeren Teil. Erst wird das innere Teil angepasst, dann wird es verklebt mit dem äußeren Teil. Die große Frage ist natürlich, als Bootsbauer, wie kommt man auf die Idee, jetzt plötzlich ein Auto zu bauen? Ja, die kommt ganz einfach, wenn man einen Sohn
mit seiner Frau zusammen produziert hat, der auf dem Rennplatz groß geworden ist. Ja. Genau. Und ja, und irgendwie einen Unfall hatte. Mein Vater ist Bootsbaumeister und ist Motorbootrennen gefahren und hat selber Boote gebaut fürs Motorbootrennen. Und ich wollte dann ganz gerne auch fahren. Und wir haben dann ein Rennboot für mich gebaut und ich habe dann angefangen, Rennen zu fahren. Durch einen doofen Zufall im Prinzip ist diese Sache dann relativ fix wieder beendet gewesen. Da bin ich mit dem Boot unter eine Steganlage geraten und habe mir den Schädel halt zertrümmert und habe ein schweres Schädel-Hirntrauma dabei erlitten. Was mich in der Konsequenz ins Koma brachte. Ich habe da 3 Wochen im Krankenbett von früh bis spät gesessen und habe mich eigentlich versucht, von ihm irgendwie zu verabschieden, weil der Arzt sagte, das wird sehr schwer sein mit den Einblutungen im Gehirn, ob er das überleben wird. Die Problematik ist, dass ich halt mit dem Unfall halt auch berufsunfähig wurde und A, dass ich den Beruf nicht ausüben kann, B, mein Hobby nicht mehr ausüben kann. Der war halt den ganzen Tag zu Hause, junger Mensch, der möchte irgendwas erleben und was machen und produktiv sein. Arbeiten konnte er nicht mehr. Und ich doch eigentlich ein relativ kreativer Mensch bin und ganz gerne was machen möchte, dann kann ich auch, wie man sieht, auch was auf die Beine stellen. Da fing es eigentlich an und irgendwann lief ihm diese 50er Karosse über den Weg. Und dann hat er nur noch mich überreden brauchen. Und da er jeden Tag, Tag für Tag, Woche für Woche, immer mit denselben Bildern rüberkam zu mir und immer wieder sagte, Papa, wollen wir nicht, können wir einmal, ich sag, ich möchte nicht mehr ein Auto, können wir da mal. Und ich sagte, gut, dann machen wir zusammen ein Auto. Und das ist das Produkt. Und dieses Auto steht jetzt hier und hat eine absolut krasse Qualität. Der Retro SL, erbaut von Vater und Sohn, entstand in etwa 3000 Arbeitsstunden über 5 Jahre. Die Entwicklungszeit nicht eingerechnet. Seine Form, so schön wie das Original, aber an den Serien-SLK angepasst. Im Innenraum gibt's den Komfort des Benz von 2004, der detailverliebt und liebevoll umgestaltet wurde. Die Typen sind so geil. Leute, ich will fahren. Christian, danke dir, wir sehen uns gleich wieder. Matthias will es wissen. Ist der Retro-Benz so brillant, wie er aussieht? Die Kombi erscheint erstmal ungewöhnlich. Die ganze Zeit überlege ich so, ey, warte mal, 300 SL, SLK, das ist Wahnsinn. Dieses Herrschaftliche, was ein 300er beim Beschleunigen hat, dass der so ein bisschen nach hinten geht, das hat er auch irgendwie. Der Renovatio SL hat 197 PS und sprintet in 7,2 Sekunden auf Landstraßentempo. Sein Wert von 200.000 Euro ist eine Kombination aus Basisfahrzeug, Materialkosten und Tausenden von Arbeitsstunden. Mal hier die Kurve, lenkt schön ein, kommt mit dem Heck. Matthias nimmt den Retro SL hart ran. Macht Spaß. Der ist schön sportlich, da kannst du wirklich sportlich echt fahren. Echt, ne? Super, ganz ehrlich, das Auto liegt super. Ja, ich wollte halt hier drinnen auch den Komfort haben, weißt du? Du hast die Sitzheizung, du hast die Klimaanlage im Sommer. In dem Original wird es wahrscheinlich tierisch recht sein. Ja. Und hier kannst du dir die Klima einfach anmachen. Es ist so, dass du ja hier viel angenehmer sitzen kannst in der heutigen Zeit. Ja. Der Grip-Profi ist beeindruckt. Das ist ein ganz großes Beispiel dafür, dass wenn man irgendwas möchte, wenn man irgendwas wirklich erreichen möchte, dann kann man das auch erreichen. Nehmt euch ein Beispiel an dem Kerl. Mario hat sich mit dem Bau des Retro SL zurück ins Leben gekämpft. Eine großartige Leistung. Auch die dritte Retrofahrt geht zu Ende. Welcher Wagen hat Matthias am meisten beeindruckt? Das Auto ist wirklich absolut mega. Richtig schön zu fahren. Dass er von außen und von innen schön ist, habe ich euch schon erzählt. Das ist wirklich richtig, richtig schön. Schön. Ihr wisst ja, dass ich 3 Autos gefahren bin, ne? Ja. Und unter diesen 3 Autos muss ich mich entscheiden, welcher jetzt von diesen Top 3 der beste ist. Und für mich geht das Rennen um Platz 1 zwischen Renovatio und dem Everytimer aus. Irgendeiner von den beiden muss das machen. Und der Everytimer, das ist schon ein richtig gutes Auto. Aber der da ist besser.
Und vor allen Dingen, wenn man die gesamte Geschichte betrachtet, dass ihr beiden das in 5 Jahren in einem Carport gebaut habt, das ist einfach unfassbar. Für mich ist es eigentlich ein sehr, sehr hohes Honorar von jemandem, der immer wieder mit Autos zu tun hat und der Autos auch bewertet oder auch Autos testet. Und da bin ich sehr stolz drauf, das freut mich. Feierabend, Männer. Danke euch. Alles klar. Tschüss. Ciao. Ciao. Weiter so.